Rockantenne, das Album der Woche. Das Album der Woche. Servus, der Metal-Muser hier, Rockantenne Musikchef, mit dem Album der Woche in der KW 50, also kurz vor Weihnachten. Und da haben uns Sachsen ein kleines Weihnachtsgeschenk hinterlassen, nämlich Battering Ram. Es ist das sage und schreibe 21. Studioalbum von den alten Angelsachsen drüben. Und es ist wie immer nicht das Schlechteste. Sachsen funktioniert in den letzten Jahren wie eine Maschine. Das heißt, sie bringen alle 1,5-2 Jahre ein neues Album raus. Und Battering Ram reiht sich ein, wirklich in die Reihe der besseren Sachsen-Alben. 10 Songs drauf, 11 Songs, ist sehr heavy gehalten teilweise, auch manchmal mit ein bisschen Atmosphäre. Und darüber tont wie immer die keine 3 Oktaven fassende Stimme von Biff Byford. Die braucht er aber auch nicht, der Biffy, weil er sehr, wie gesagt, ausdrucksstark singen kann und dem Ganzen so einen typischen Sachsen-Stempel aufdrückt. Deswegen eine sehr gute Wahl für den Christbaum und den Christbaum. Sachsen Battering Ram, der Rambock. Und nur zwischen euch und mir, auf dieser Version des Albums sind 11 Songs drauf, aber auf der CD sind nur 10 drauf. Also schaut mal, ob ihr die Version kriegt. Das wird ein gut begehrtes Sammlerstück werden. Sachsen, das Album der Woche. Rock Antenne, 100% Rock, nonstop.